Die aktuell neueste und stärkste Geheimwaffe der Weltregierung sind die Seraphim. Wer die Vorherrschaft über die Seraphim hat, hat ein gewaltiges Ass im Ärmel. Sie wurden nämlich von Vegapunk entwickelt, besser gesagt von der SSG, die Special Science Group. Jetzt gibt's einmal von mir alle interessanten Sachen dazu zusammengefasst. Und vergesst nicht, Leute, falls ihr weiterhin nichts verpassen wollt, lasst gerne euer Abo da und über euer Like würde ich mich wie immer sehr freuen. Nur ganz grob dahergesagt sind die Seraphim einfach weiterentwickelte Pazifistermodelle. Aber mittlerweile kann man sie gar nicht mehr richtig mit den Pazifistern vergleichen, weil es so viele Neuerungen und Verbesserungen gibt, die sie eindeutig einzigartig machen. Die Pazifister wurden natürlich in Massen produziert und waren nicht so hochentwickelt und ziemlich unselbstständig und roboterartig. Was die Seraphim interessanterweise beibehalten haben von den Pazifistern, ist die PX-Tätowierung auf ihren Körper sowie ihre starke Laser, wenn sie nicht sogar noch stärker geworden sind. Wie wir wissen, ist es bei den Seraphim so, sie basieren jeweils auf einem anderen Charakter. Besser gesagt auf die erste Inkarnation, die wir kennen von den Samurai der Meeren. Es gibt aber zwei Sachen, die sie ganz besonders machen. Zum einen wäre das die Lunaria-DNA von ihnen. Wir wissen schon mal, diese DNA macht sie unglaublich robust. Wir haben es ja auch schon bei King im Kampf gegen Zorro gesehen. Er ist praktisch unverwundbar, wenn seine Flammen an sind. Was uns aber bei den Seraphim fehlt, sind die generellen Flammenfähigkeiten. King konnte schon richtig viel mit Feuer anfangen. Er hat zum Beispiel einen ganzen Drachen aus Feuer erschaffen. Bei den Seraphim sieht es eher nüchtern aus. Ansonsten sind sie einem Lunaria zum Verwechseln ähnlich. Sie haben ebenfalls weiße Haare, eine dunkle Hautfarbe und schwarze Flügel. Sie sind auch etwas größer, als ihre Ebenbilder eigentlich sein sollten als Kind. Das hat auch wahrscheinlich was mit der Lunaria-DNA zu tun, weil King auch schon ziemlich gewaltig war. Allerdings würde ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, denn Freunde, wir kennen es ja, auch normale Menschen wie Whitebeard können ganz schön riesig werden. Die zweite Trumpfkarte der Seraphim ist das Green Blood. Es ist praktisch eine grüne Flüssigkeit, die von Vegapunk entwickelt wurde, aus der DNA eines Teufelskraftnutzers. Aber auch das Green Blood hat einen Haken, genauso wie die normalen Teufelskräfte, nämlich das Wasser. Denn wie normale Teufelskraftnutzer würden sie auch im Wasser schwach werden und sie sind auch ebenfalls nicht gegen Seestein geschützt. Und nochmal ein kleiner Funfact am Rande, das SAD, das Set, was benutzt wurde, um Smile-Teufelsfrüchte zu erschaffen, hat ebenfalls im Anime als auch im offiziell kolorierten Manga die Farbe grün. Was genau benötigt wird für diesen Prozess, um einen Seraphim herzustellen, ist noch nicht ganz bekannt. Aber es ist schon sehr naheliegend, dass eine Blutprobe zum Beispiel reichen würde von der Person, auf dem der Seraphim basiert, um die Person dann zu klonen und den Seraphim herzustellen. Das Ganze könnte aber wiederum ein bisschen komplizierter sein. Die Samurai der Meere von damals waren nämlich schon etwas länger dabei. Es könnte natürlich sein, dass sie ähnlich wie Kuma mehrere Versuche schon mit der Weltregierung gestartet haben. Ich meine natürlich, Freunde, wir müssen bedenken, Sir Crocodile war vor 2 Jahren Samurai der Meere. Der Prozess scheint wirklich etwas Träger zu sein. Deswegen könnte bei der Geschichte eine einfache Blutprobe vielleicht auch gar nicht reichen. Wenn der Prozess so einfach wäre, dann würden wir noch viele weitere Seraphim sehen. Im Worst Case würden wir einen Gold D. Roger sehen, der ein Seraphim ist. Ein gar nicht so unwahrscheinlicher Kandidat wäre auch Blackbeard. Vor 2 Jahren war er nämlich auch Samurai der Meere. Und vielleicht gab es auch die Möglichkeit, von ihm noch was zu sammeln. Sehr interessant ist auch die Befehlshierarchie bei den Seraphim, denn sie ist dafür verantwortlich, dass so viel Chaos auf Egghead herrscht. Ganz unten in der Nahrungskette haben wir einfach Leute, die einen Autoritätschip besitzen, zum Beispiel die ganze CP0. Als nächstes hätten wir Sentomaru. Er ist Vegapunks Bodyguard. Allein schon deswegen hat er den Rang, die Befehle der Autoritätschips zu überschreiben. Fast ganz oben in der Hierarchiekette angekommen haben wir die ganzen Vegapunks, die leider ihre Befehle nicht untereinander überschreiben können. Und die Befehle mit der höchsten Priorität kommen von den 5 Weisen höchstpersönlich. Bei den Befehlsstrukturen gibt es aber noch ein paar Kleinigkeiten. Sie können zum Beispiel nicht durch eine Teleschnecke kommuniziert werden. Und ja, es gibt eine klare Hierarchiekette mit ganz klaren Befehlsstrukturen, aber auch hier scheinen irgendwelche Ausnahmen möglich zu sein. Bei den Seraphim ist es so, sie lassen sich normalerweise nicht überschreiben von einer Person, die auf der gleichen Befehlsstufe ist, beziehungsweise eine Stufe drunter. Die einzige Ausnahme wird scheinbar dadurch gebildet, wenn die jeweilige Person, die den Befehl erteilt hat, bewusstlos wird, dann scheint der Befehl unwirksam zu sein und er kann überschrieben werden. Denn genau das ist bei Sentomaru passiert. Er ist K.O. gegangen durch Rob Lucky und Rob Lucky konnte dadurch seinen Befehl wieder aufzwingen. Also würde es passieren, dass einer der 5 Weisen am ehesten
Saturn die Kontrolle über die Seraphim bekommt, dann wäre die einzige Option für uns aus der Sache rauszukommen, ihn zu besiegen. Ansonsten sind die Seraphim für immer verloren. Die einzelnen Seraphim im Detail sind auch nochmal sehr interessant. Fangen wir bei Jinbei an, S-Shark. Jinbei hat natürlich keine Teufelskraft. Aber dank des Greenbloods ist es gelungen, ihm die beste Kraft für seinen Kampfstil zu schenken, nämlich die Schwimmkraft von Senior Pink. Das ermöglicht ihm Fischmenschenkarate im vollen Potenzial und überall zu benutzen. Allein das macht ihn schon so immens gefährlich, dass man ihn unbedingt als ernsthafte Bedrohung wahrnehmen muss. Schauen wir uns auch Espier an, der Seraphim von Bartolomeo Kuma. Was bei ihm sofort auffällt, ist, dass er älter aussieht als die anderen Seraphim. Wir haben ja alle Samurai der Meere schon als Kinder gezeichnet bekommen, aber Kuma scheint seiner Erscheinung nicht wirklich nahe zu kommen. Er sieht damit einfach schon etwas älter aus als die anderen. Ansonsten hat er auf seiner Jacke als einziger ein Seraphim-Muster und genauso wie das Original besitzt auch er die Kraft der Tatzenfrucht. Den Grund, warum Espia anders aussieht, können wir uns bestimmt schon ein bisschen denken. Immerhin basiert er auf Kuma, der sowieso schon länger in der Hand der Weltregierung ist und an dem schon sehr lange rumexperimentiert wurde und vielleicht ist er auch einfach der erste Seraphim. Kommen wir zu S-Hawk, der Seraphim von Mihawk. Auch er hat eine sehr passende Teufelskraft. Für ihn könnte natürlich nichts nützlicher sein, als sich komplett in ein Schwert verwandeln zu können. Und als ob das nicht reicht, er besitzt auch eine Imitation von Yoru. Gut, zugegebenermaßen ist es bestimmt nicht so krass wie Yoru und auch bestimmt gar kein Drachenschwert. Aber in Kombination mit Mihawks DNA reicht das für ihn bestimmt komplett. Und Freunde, natürlich nicht zu vergessen, er besitzt Falkenaugen. Wir kennen zwar nicht die Fähigkeiten der Falkenaugen, wenn die überhaupt Fähigkeiten haben und nicht einfach rein ästhetisch sind. Aber das werden wir bestimmt in der Zukunft sehen. Kommen wir also zu S-Snake. Es ist praktisch eine jüngere Miniaturversion von Boa Hancock, die praktisch das gleiche kann. Das macht sie aber nicht ungefährlicher. Ihre Versteinerung auf Egghead sind wirklich schon immens gefährlich geworden. Ansonsten existieren Seraphim-Versionen von Doflamingo, Gecko Moria und Sir Crocodile. Wenn ich also die Namen erraten müsste, wäre das nach dem Muster ungefähr so viel wie S-Flamingo, S-Gecko und S-Crocodile. Crocodile könnte man hier auch mit Croc abkürzen, damit sein Name nicht einfach maßlos der längste wird. Grundlegend kann man sagen, dass sie wahrscheinlich ihre Teufelskraft beibehalten. Jetzt ist natürlich bei Doflamingo besonders die Frage, was mit seinem Awakening ist. Auf Dressrosa konnten wir ja sehen, wie Doflamingo mit seiner Kraft praktisch alles in Fäden auflösen konnte. Aber hier ist so die Sache, das Erwachen kommt natürlich mit der Meisterung einer Teufelskraft mit sich und ich glaube nicht, dass die Seraphim so viel Zeit hatten, ihre Teufelskräfte jeweils zu meistern. Ich bin einfach ehrlich, Freunde, wir sind nicht dafür bereit, dass 7 Seraphim mit erwachten Teufelskräften die praktisch die ganze Insel auflösen. Zu guter Letzt gibt es doch ein kleines Detail zu den Seraphim, was ich mir bis zum Ende aufgehoben habe. Es geht hierbei um die Sternenaugen. Sie scheinen erstmal keine wichtige Funktion zu haben und sie sind auch nicht immer sichtbar. Am prominentesten sind sie bei S-Snake und bei Sir Crocodile Seraphim. Alle anderen werden größtenteils ohne gezeichnet und man sieht sie nur manchmal in extremen Close-Ups. Aber auch hierüber fehlt uns leider jegliche Information und wir wissen nicht, ob das rein ästhetisch ist oder ob die Augen auch eine richtige Funktion haben. Also Freunde, ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt, ob ihr noch weitere Beobachtungen zu den Seraphim habt oder noch Ideen für die Zukunft, was aus denen noch passiert. Könnte. Ansonsten war es das auch von mir. Wenn ihr also weiterhin nichts verpassen wollt, lasst gerne euer Abo da und über euer Like würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao!